Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Idle Game Vorstellungsvideo. Das hier ist schon wieder irgendwie so ein komisches Projekt. Und zwar von Hyper Hippo Games. Von denen habe ich schon das ein oder andere Spiel vorgestellt. Die stecken auch unter anderem hinter Adventure Capitalist. Und das hier ist so ein... es hat so von der Grundmechanik her, was Monster besiegen und Geld einsammeln angeht, so ein bisschen so Standard-Idle-Game-Struktur, also sei in einem Level, töte 10 Gegner, gehe ins nächste Level, zwischendurch gibt es glaube ich sogar Boss-Gegner, ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt, gerade. Was aber ganz interessant ist, man kann sich eben mehrere Helden kaufen, 6 Stück an der Zahl, nämlich diese hier. Für die gibt es, ich klicke da mal drauf, die kann man halt XP-mäßig hochleveln. Und wenn man die hochlevelt, schaltet man Sachen frei, nämlich Waffen bzw. Angriffe. Und diese Angriffe kann man dann jeweils auch noch weiter leveln. So, ich habe eine ganze Weile geidelt hier, also bestimmt, keine Ahnung, eine Woche oder so. Ich wollte eigentlich schon längst was aufgenommen haben und deswegen habe ich jetzt ultra viel XP und verhältnismäßig viel Geld. Was aber ganz cool ist, um ein paar Sachen zu zeigen. So, wir können sie hier jetzt spaßeshalber einfach mal auf 35 leveln. Zack, sehen wir, kriegen wir hier einen weiteren Angriff dazu. Und ihr seht schon, manche Angriffe hier laufen hier irgendwie automatisch durch und manche machen halt so gar nichts. Das liegt an Folgendem. Man muss nämlich das Gear auch noch upgraden. Das sieht man einmal hier. Ich glaube, das wird insgesamt zu teuer, ne? Wir machen das mal mit etwas günstigerem. Wir nehmen mal ihn hier. Was ist denn das überhaupt? Ist das er? Das ist er. So, er hat im Moment die fröhliche Copperblade auf Level 1. Das ist halt so, ja, okay. Können wir auf Level 2 kaufen. Ne? Dann Schaden erhöht. So, auf Level 4 kommt dann Reduced Cooldown Time. Und auf Level 5, das ist bei allen Waffen so, zumindest bei allen, die ich bislang gesehen habe, oder bei allen Angriffen oder Waffen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, auf Level 5 kommt auf jeden Fall die Auto-Attack dazu. Das heißt, wenn wir jetzt mal gucken, jetzt greift das Ding auch automatisch an. Sehr cool. Abgesehen davon könnten wir irgendwie... Ach genau, wenn wir den Charakter leveln an sich mit XP, schalten wir nicht nur weitere Sachen frei, sondern erhöhen auch den Schaden von den einzelnen Angriffen. Und wenn wir mal gucken, ich level sie hier mal eben auf 20 und dann achtet mal hier oben auf dem Bereich. Ich hoffe, man sieht den Cursor in der Aufnahme. Aber achtet auf jeden Fall mal oben rechts auf dem Bereich. Stronger slice of the attack power of your ranger is... letztendlich 10% better. Also man schaltet halt auch, ich glaube alle 5 Level sind es. Ja, alle 5 Level schaltet man da Sachen frei. Allgemein stärkere Angriffe, schnellere Angriffszeiten für einzelne Waffen und so weiter und so weiter. Also man kann hier die Charaktere und die Angriffe schon relativ vielseitig leveln, möchte ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie weit wir... Ach, den können wir locker auf Automatik ziehen. Das ist ja schön. Das finde ich sehr, sehr gut, ehrlich gesagt. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist alles, was wir haben, auf Automatik ziehen, weil dafür haben wir jetzt locker genug Geld. Das sollten wir zumindest haben. Wobei. Ja, für einen Wizard reicht es wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Aber das ist doch zumindest schon mal eine Ansage hier. Und wir haben halt super viel XP. Und das Ding können wir eben auch immer noch manuell auslösen. Und dann können wir... Das ist ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob man... Steuerung Shift... Nein, man kann nicht irgendwie mehrere Level auf einmal kaufen. Braucht man aber eigentlich auch nicht. Eigentlich idelt man ja auch gar nicht so lange. Kann ich ihn hier eigentlich locker auf 35 ziehen? Cool, dann kriegen wir den Angriff noch dazu. Der macht es natürlich deutlich weniger Schaden. Einfach weil er ein bisschen unterlevelt ist. Aber mit dem Ding hier, auch wenn das langsam auflädt, können wir auf jeden Fall schon mal Insta-killen. So, das Ganze hat auch ein Reset-System. Und zwar spielt man, beziehungsweise ich müsste erstmal auf das Card-Inventory eingehen. Und zwar gibt es diverse Karten, da habe ich im Moment noch nicht so wahnsinnig viele.
die Helden auch nochmal verbessern mit Crit-Chance, mit Angriffsgeschwindigkeit, mit allgemein mehr Schaden und so weiter und so weiter. Da gibt es eben diese ja, Karten und die kann man, also da kann man jeweils 3 Stück von einsetzen. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, das ist das, was ich hier eingesetzt habe. Ne? Das ist ein bisschen uncool, dass ich glaube, ich habe da nicht 2 von. Ne? Nee, das ist genau das, was ich eingesetzt hatte, okay. Ja, es ist so ein klein bisschen unübersichtlich, dass man eben nicht direkt sieht. Erkennt man irgendwo dran, dass die Karte drin ist? Nee, nicht wirklich, ne? Wäre halt ganz cool, wenn die hier rausgenommen werden würde, aber okay. Ja, für die 4 habe ich noch keine Karten, aber ich habe hier schon Cardpacks freigespielt. Die spielt man mit der Zeit einfach frei. Es kommt hier ab und an, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir Level 40 jetzt schaffen, vielleicht kriegen wir dann schon was, keine Ahnung. Level auf jeden Fall den Zwerg hier eben nochmal kurz hoch. Wir haben ja das Geld, beziehungsweise die XP. Alle auf 30 ziehen, dann läuft das hier auch ein bisschen mit dem Schaden. So, dann können wir hier zumindest die beiden Wizard-Angriffe manuell ausführen. Man kann übrigens auch, ihr seht hier oben die Buchstaben dran, die ganzen Angriffe, solange man sie noch manuell ausführen muss, mit der Tastatur ausführen. Also mit Tastatur-Shortcuts. Es erschließt sich mir nicht ganz. Also es hätte ja an sich in Häkchen nur 18 Tasten gebraucht und 18 Buchstaben haben wir ja eigentlich locker. Also man hätte das schon komplett irgendwie ja, auf Tasten legen können, aber die letzten 6 haben halt keine Tastenzuweisung, weil es komisch belegt ist. Ich weiß nicht, da wurde glaube ich nicht so richtig viel drüber nachgedacht. Anyways, so ist es. Macht man aber auch nicht wirklich viel. Also ich habe es anfangs ein bisschen gemacht und nachdem ich dann rausgefunden hatte, ah, okay, ab da kriege ich den automatischen Angriff, kümmert man sich da auch nicht mehr so wahnsinnig viel drum. Es gibt Schatzkisten zwischendurch, die droppen mehr Gold, in der Tat. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt noch ein Cardpack bekommen? Nee. Ich weiß gar nicht, wann man Cardpacks bekommt. Das mag bestimmte Auslöser haben, also das hat, also vielleicht droppen die zufällig, weiß ich nicht. Vielleicht, aber auch nicht. Kann sein, dass das mit der Dungeon Depth zusammenhängt. Fahren hier jetzt noch ein paar Fuß weit runter. Jetzt auf 200 sind. Ah, vielleicht, wenn wir das Vieh platt machen. Beziehungsweise, wenn wir die Area geschafft haben. Die Monster sind teilweise ganz cool vom Design. Also, sie sind jetzt vom Artstyle her nicht so super mein Fall, aber von der Grundidee her sind da halt ein paar ganz coole Viecher mit bei. Ich hoffe, es ist klar, was ich damit sagen möchte. Das ist halt eine ganz nette Sache. Was ein bisschen schade ist eben, dass das so ein bisschen, ja, was heißt so ein bisschen, eigentlich so ein komplett, denke ich mal, abgeschriebenes Programm, Projekt ist. Also da wird wohl nichts mehr kommen, würde ich mal ganz stark von ausgehen, weil das letzte Update, was auch diese ganzen Collecting Cards oder Card Packs nochmal irgendwie überarbeitet hat, ist schon 1,5 Jahre her. Oh, ich habe gerade ein Card Pack bekommen, glaube ich, ne? Okay. Dann ist das wahrscheinlich irgendwie alle 50 Areas oder so, würde ich mal schätzen. Vielleicht auch alle 25, ja, wahrscheinlich alle, also nicht wirklich Areas, aber vielleicht alle 40. Wenn eine Ebene hier mit dem Fahrstuhl immer 8 Fathoms sind, dann wären 5 Etagen ja 40 davon. Das heißt also ja quasi so alle 5 Etagen oder so vielleicht ein Cardpack. Entweder alle 5 oder alle 10, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Machen würde. Wie viele Cardpacks haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 5. Also gibt es das alle 5 Ebenen, beziehungsweise alle 40 Fathoms. Ja, wenn man 200 durch 5 teilt, kommen alle 40. So, macht Sinn, ne?
Okay, dann haben wir das also auch rausgefunden. Und ja, es gibt außer den Karten bzw. statt eines Prestige-Punkte-Währungs-Irgendwas-Systems gibt es eben diese Karten. Man packt die Packages automatisch aus bzw. kann sie auspacken, wenn man resettet. Das mache ich auch gleich mal. Aber gerade geht's noch so gut. Musst du noch ein bisschen was machen. Aber ja, wie gesagt, das letzte Update ist eben auch schon mal eine Weile her. Also so 1,5 Jahre. Von daher gehe ich ganz stark nicht davon aus, dass da noch irgendwas passieren wird. Was schade ist, weil es eigentlich sehr coole Ansätze hat und im Moment eigentlich echt Spaß macht. Aber es ist halt so, ich weiß halt nicht, worauf ich hinarbeite. Also ich habe halt irgendwie keine Ingame-Achievements, zumindest keine, die ich bislang gefunden hätte. Nichts, wo ich sagen würde, okay, cool, das würde ich mal erreichen wollen, aber so vom Grundsystem her ist es halt irgendwie total fetzig. Finde ich eigentlich total gut. Wollen wir jetzt eben nochmal die restlichen Angriffe. Kann ich davon was leveln? Ich weiß es nicht. Also kann ich leveln, aber alles nicht weit genug, um es auf einen Auto-Attack zu bekommen. Ich kann da mal irgendwie 3 Punkte draufpacken, aber so richtig viel bringt das halt auch nicht. Aber dann können wir zumindest den hier machen. Machen noch ganz gut Schaden nebenher. Ja, und ich würde sagen, wir resetten jetzt einfach mal, oder? Ja, wir können auch noch ein Cardpack mitnehmen. Das dauert aber eben noch einen Augenblick. Ach, guck mal, hier hinten gibt es dann wieder Shortcuts. Das wäre so. Irgendwas haben die bei der Tastaturbelegung da schon dezent vergurkt, aber. Moment, ist I zufällig mit der Taste belegt? Weiß ich nicht. Oder ist das einfach nur ein Bug, dass es hier nicht eingeblendet wird? Das kann natürlich auch sein. Moment, wenn ich jetzt. Ah, okay. In der Tat sind die auch mit Tasten belegt. Das hier sind dann Komma und Punkt. Das hier ist in der Tat K und das ist I. Also man hat das quasi schon so, dass man es einfach mit 2 Händen spielen kann und damit die nicht so direkt dicht an dicht kleben, hat man eben so einen Block auf der Tastatur zwischen freigelassen. Natürlich ein bisschen ungünstig für deutsche Tastaturlayouts, dass das hier Z ist und nicht Y. Aber nun ja, auch damit kann man irgendwie noch leben. Okay, aber dann kann man zumindest doch alles mit der Tastatur starten. Aber weiß man ja nie. So, wir sind jetzt bei. Wir müssen schon noch das Ding, das danach. Ah ne, es ist nur die Ebene und die danach, ne? Ja, okay. Das kann man ja mal machen. Das wird ja auch nicht so lange dauern. Könnte wahrscheinlich sogar noch irgendwie ein 5-Level hochziehen. Könnte ich mir vorstellen. Wieso machen wir das mal? Mehr Attack Power, finde ich gut. Auch das finde ich gut. Mehr Schaden für den krassen Stab hier. Immer eine gute Sache. Und dann müssten wir die Ebene eigentlich gleich haben. Hoffentlich. Nach diesem Monster wahrscheinlich. Jawohl. Die Truhe nehmen wir nicht mehr mit, warum auch. Gut, dann fahren wir nochmal eine runter und dann packen wir mal die Cardpacks aus. Also, nachdem wir die Ebene hier geschafft haben, damit wir noch einen Cardpack mehr mitkriegen. Stirb, Truhe! Ich steck ganz schön was ein. Alle Truhen haben auch immer extra viele Hitpoints. Kam mir das gerade nur so vor. Ich bin mir unsicher. Kommen erstaunlich viele Truhen gerade.
Das finde ich gut, aber verwundert mich doch ein bisschen. Aber dann können wir für den Start zumindest Auto-Attack kaufen. Das finde ich ganz nice. Weniger Kram, den ich anklicken muss oder den ich manuell starten muss. Was ist denn die Stufe 2 Sachen? Sind alle automatisch inzwischen? Ja, okay. Also geht's Hauptsache drum. Hier irgendwie. Ach, das ist ja auch schon automatisch. Das hätte ich mir total schenken können. Das war ein bisschen bescheuert. Aber naja, was soll's. So, haben wir jetzt noch ein Kartwerk bekommen eigentlich? Ich habe gerade überhaupt nicht drauf geachtet. War nichts eingeblendet, ne? Ah doch, wir haben aber noch eins bekommen, alles klar. Gut, Reset der Open Packs. Open Card Packs, jawohl. Die werden ganz dramatisch mit dem Hammer geöffnet. Ich demonstriere das hier gerade mal. So macht man seine Booster Packages auf. Oh, das habe ich jetzt ein bisschen schnell weggeklickt. Machen wir normal, wir können es ja. So. Da kann man sich das einmal angucken. Okay, ja, nice. Was haben wir hier? Den Rest mache ich dann mal automatisch auf. Okay, ja, nice. Open all packs, ja. Dann sieht man wenigstens nur einmal die Animation und hat dann gleich nacheinander allen Kram. So, Equip Cards möchte ich ganz gerne machen. Und zwar für Sie jetzt hier auf jeden Fall noch was Besseres. Außerdem braucht sie mal nicht nur Crit-Schaden, sie kann auch mal so Zeitgedöns mitnehmen. Ist ein bisschen uncool, dass hier nicht dran steht, welches Symbol irgendwie was jetzt genau bedeutet. Also hier steht zwar eine Zeit mit Sekunden und irgendwas macht irgendwas. Da wäre irgendwie so eine kleine Legende noch ganz cool gewesen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es... ob es irgendwo eine Hilfe gibt. Okay, da wir für ihn nur 3 Karten haben, setzen wir die wohl ein. Hier haben wir 4, das heißt, wir nehmen die beiden auf jeden Fall und dann nehmen wir... So, was ist jetzt der Unterschied hier? Ah, das ist wahrscheinlich für die verschiedenen Waffen, nehme ich mal an. Ne? Was das hier für Waffe 1, 2, 3 ist? Könnte ich mir vorstellen. Lass ihn mal so. Er hat nur eine Karte, dann ist das eben so. Gar keine. Und der Wizard ist richtig vollgestopft. Aber hauptsächlich mit Grütze. Was sehr bedauerlich ist. So, haben wir für... Hier haben wir noch irgendwas, aber das ist also mittelprächtig. Ich glaube, das lassen wir alles mal, wie es ist, oder? Ja, sieht eigentlich schon von den Werten her ganz gut aus. Gut, das heißt, wir können jetzt wieder in den Dungeon gehen. Und haben noch 2 Packages? Okay. Ah, das ist in der Tat ein Anzeigebug. Wir haben die nicht. Vergiss das bitte. So. Jetzt müssen wir nämlich erstmal wieder manuell loslegen. Wir haben aber eben schon direkt eine Schadensverbesserung. Aber jetzt ist es in der Tat auch wieder langsam. Wie man das so nach dem Reset gewohnt ist. Mich, ob man irgendwann mehr Startgold bekommt. Oder ob es für so viel bei dem Spiel einfach nicht gereicht hat. Im Prinzip können wir hier jetzt zumindest mal einen Level kaufen. Yay! Aber ihr seht schon, der Anfang ist auf jeden Fall deutlich langsamer und man braucht eben auch immer eine gewisse Menge XP, um die weiteren Helden freizuschalten. Das geht aber anfangs relativ zügig. Also selbst beim ersten Durchlauf dauert das jetzt nicht ewig. Das geht schon einigermaßen. Also 250 sind nicht 25. Da komme ich mit meinen 100 wohl nicht so ganz hin. Aber dann kann ich 7 auf Level 5 hochziehen. Warum auch immer. Dann können wir ihn nochmal leveln, das ist auch schon mehr Schaden. Ich
Ja, und so fängt man dann eben wieder von vorne an, schaltet das wieder alles frei. Und ja, also ich finde es echt ein bisschen schade, dass da nichts mehr dran gemacht wird. Es war halt auch nur, also steht halt beim Starten schon mit dran, ein Experiment by. Also quasi nur ein Experiment von dem Entwicklerstudio. Ich mag aber die Idee halt prinzipiell mit so einem Dungeon Crawl, naja, Dungeon Elevator, Dungeon Crawlevator, keine Ahnung, irgendwie so. Also Grundidee eigentlich total super, schade, dass es nicht über die Alpha hinausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin. Bin da irgendwie zufällig auf Congregate rumgeklickt ein bisschen und hier und da mal ein bisschen nach Idle Games gestöbert und es hat so viel Potenzial und es macht echt Spaß zu spielen, aber es geht halt nirgendwo hin. Das ist das Traurige an der Geschichte. Aber einen Blick drauf werfen könnt ihr trotzdem mal, wenn ihr möchtet. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und ansonsten vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag wünsche ich noch. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.